Ja, hallo, schönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Podcast Gebäudewende. Mein Name ist Pia Kund-Ludwig. Ich bin Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater. Mich kennt ihr ja schon. Mein Gast heute ist Sina Jansen. Hallo Sina, grüß dich. Hallo. Wir haben uns auf der Bau getroffen. Sina Jansen arbeitet beim Natural Building Lab und hat auf der Bau ein sehr spannendes Projekt vorgestellt, bei dem es darum geht, die Hürden abzubauen für Recyclingmaterialien, die am Bau verwendet werden. Ich habe mich dann nach der Bau ein bisschen schlau gemacht über meine Gesprächspartnerin und ein spannendes Zitat gefunden, nämlich: Sina macht gern mit möglichst vielen Menschen viele Dinge auf einmal und versucht dabei herauszufinden, was Architektur alles sein kann. Das steht auf der Webseite des Natural Building Lab Berlin über dich. Wenn man jetzt eine Straßenumfrage machen würde zur Frage, was Architektur sein kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da immer die Antwort käme: Häuser bauen. Wie siehst du das denn? Das würde ich sofort unterschreiben, tatsächlich. Und sogar noch einen Schritt weitergehen. Also ich kenne das auch auf ganz persönlicher Ebene, Hausgespräche mit Familienmitgliedern, mit Bekannten und Verwandten, die erstmal nichts mit dem Planen und Bauen zu tun haben, dass so die Außenwahrnehmung von Architektur eigentlich vor allem Hochhäuser aus Stahl und Beton sind, total beeindruckende und kreative Museumsneubauten, Masterpläne für ganze Stadtquartiere. Und diese Außenwahrnehmung aber tatsächlich auch so ein bisschen das war, was mich in meinem eigenen Studium in so eine kleine Sinnkrise gestürzt habe, weil ich mich gefragt habe, ob das wirklich alles sein kann und ob im Angesicht der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das auch die Lösung auf viele Fragen und Probleme sein kann. Und habe dann mich aber auch sehr gefreut, dass sich in den letzten Jahren der Diskurs aus der Disziplin heraus dazu, was Architektur kann und was Architektur sein muss, vielleicht auch wahnsinnig vielseitig gestaltet hat eigentlich und da jetzt ganz neue Handlungs- und Aufgabenfelder eben immer stärker relevant werden, partizipatorische Prozesse eigentlich inzwischen fast gang und gäbe sind und vor allem so dieser Fokus auf nachhaltiges Planen und Bauen immer präsenter und eigentlich inzwischen fast eine Notwendigkeit ist. Und das war was, womit ich mich dann wieder sehr gut anfreunden konnte und habe eigentlich schon im Studium damals angefangen, mich auch selber auf die Suche zu machen, was für mich ganz persönlich Architektur ist und sein soll und habe dann eben angefangen, ganz viele verschiedene Projekte parallel mit zu initiieren, mit zu bearbeiten, um einfach an einem breiten Diskurs teilnehmen zu können und auch viele Einblicke zu haben. Und das ist, glaube ich, das so ein bisschen, worauf dieser Satz fußt, der mich dann wieder auch so sehr zufrieden gemacht hat mit der Disziplin, in der ich mich bewege, weil ich denke, dass man da wahnsinnig viel machen kann und an vielen Stellen ansetzen kann. Und genau, da brauchst du dann aber vielleicht noch so ein bisschen die stärkere Kommunikation auch nach außen, dass diese Wahrnehmung von Architektur auch in die breitere Masse oder in die Gesellschaft einzieht. Und das passiert schon so ein bisschen, aber ich glaube, da gibt es noch Ausbaupotenzial. Ja, dann lass uns doch mal konkreter werden. Du hast gesagt, du bist in ziemlich vielen Projekten unterwegs. Diesen Eindruck hatte ich auch, als ich auf eurer Webseite mich umgeschaut habe. In einem der Projekte geht es um das Thema Wiederverwendung von Baustoffen. Was genau machst du da im Moment und was sind deine Ziele? Genau, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Natural Building Lab und da in der Forschung und Lehre tätig und begleite seit 2 Jahren ein innovatives Bau- und Forschungsvorhaben auf dem Campus der TU Berlin, wo es konkret um die Planung und den Bau eines Museumspavillons geht, der eigentlich vollständig aus wiederverwendeten Materialien realisiert werden soll. Vor dem Hintergrund des wirklich dramatischen Einflusses des Bausektors auf den Klimawandel, auf Ressourcenverbrauch und vor allem auch so diese Frage von endlichen Deponieräumen ist es, glaube ich, ganz dringend notwendig, dass wir als Planende uns mit so dem Ressourcenverbrauch und Einsatz anders und stärker auseinandersetzen. Wir dürfen eigentlich gar keine neuen Ressourcen mehr entnehmen und müssen viel stärker mit dem arbeiten, was schon da ist, also mit Bestand, wirklich Gebäuden, die viel länger versuchen zu erhalten und zu nutzen, aber auch den Materialien selber, also in erster Linie Materialien im Kreislauf halten. Das bedeutet dann, dass wir anders planen müssen, dass wir anders bauen müssen. Also wir müssen die Materialien anders einsetzen, sozusagen, damit sie nach Ende des Lebenszyklus zerstörungsfrei rückzubauen sind und wirklich auch ohne einen Downcycling wieder einsetzbar. Und da kommen wir eben um das Wiederverwenden von Baustoffen nicht drum herum. Und da braucht es aber eben noch an wahnsinnig vielen Stellen Grundlagenarbeit, die fehlt. Also die Prozesse sind viel spezifischer, als der klassische Bauprozess ist, weil man aus dem Material heraus entscheiden muss, weil verschiedene Materialgruppen, also Holz zum Beispiel, da ganz andere Herausforderungen begegnet, als es zum
Beispiel mineralische Baustoffe sind, die wiederverwendet werden sollen und so weiter. Also da fehlt es einfach noch an Vorlagen und auch einfach an Erfahrungen, die wir jetzt sozusagen im Schnelldurchlauf generieren müssen, damit einfach das Bauen mit wiederverwendeten Materialien und Baustoffen flächendeckend möglich sein wird. Du hast das Projekt ja auf der Bau vorgestellt an eurem Stand. Es ist die Bau ja eine klassische Messe, wo es eigentlich um innovative, neue Materialien geht und nicht so sehr um das Thema Wiederverwenden. Wie war denn die Resonanz auf deine Ideen auf der Bau? Das ist uns tatsächlich auch aufgefallen. Wir haben gemerkt, dass das Thema des Recyclings und der Wiederverwendung schon präsent ist und auch von vielen Herstellern irgendwie thematisiert wird, aber immer erst mit Blick auf die Nachnutzung des vorgestellten Produkts, des vorgestellten Materials. Und da haben wir jetzt sozusagen das Pferd eigentlich andersrum aufgesattelt und sind mit Alpenmaterial auf der Baumesse in München präsent gewesen. Das ist zunächst gar nicht so aufgefallen, also erst im Gespräch und erst durch sozusagen die Informationen, die wir dem Stand und dem Material beigelegt haben, ist eigentlich vielen klar geworden, dass es da um altes Holz geht, also Holz, was wir eigentlich vor der Entsorgung gerettet haben, was, glaube ich, auch eine klare Aussage zur Qualität, auch zur optischen Qualität von Altholz gibt, was uns auch wichtig war zu erzählen. Viele hätten uns diese Gitterträger aus Altholz, die wir mitgebracht hatten, auch sofort abgekauft, wenn wir sie im großen Stil hätten produzieren können. Und genau, aber nichtsdestotrotz waren wir so ein bisschen auch AußenseiterInnen oder so ein bisschen auch alleine mit dem Material. Es gab ein paar Stände, die haben neues Material aussehen lassen wie altes Material. Da sehe ich eigentlich einen ganz guten Anknüpfungspunkt. Es scheint ja einen Markt zu geben, auch für sozusagen diese Art von Aussehen. Aber ja, es war ein spannender Austausch und, glaube ich, ein wichtiger Austausch, weil wir auch merken, dieses Thema muss viel präsenter sein, muss viel sichtbarer sein. Und wir müssen vor allem eigentlich in den Diskurs mit Industrie, mit Wirtschaft, mit Praxis, mit Forschung und Lehre. Das muss so eine gemeinsame Anstrengung eigentlich sein, dieses Thema des Wiederverwendens von Materialien wirklich ganzheitlich im Bausektor zu verankern und überhaupt zu platzieren. Du hast das Thema Optik angesprochen. Jetzt geht es in deinem Projekt auch darum, rechtliche und normative Hürden für die Wiederverwendung von Baumaterialien zu beseitigen. Worin bestehen die denn konkret und was sind da deine Ansatzpunkte? Wie gehst du da vor? Genau, nochmal kurz vielleicht zur Einordnung. Also ich habe ja eingangs schon von dem Bauvorhaben gesprochen, was eben an verschiedenen Punkten so ein bisschen abweichen möchte von dem, was gerade gängige Praxis im Planen und Bauen ist. Das muss man auch einfach machen, wenn man mit wiederverwendeten Materialien bauen möchte, weil da die Prozesse, die Genehmigungsschritte und so weiter einfach noch nicht da sind. Dafür haben wir ein Forschungsprojekt initiiert, zusammen mit der DBU, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, was sich genau mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen soll. Also was heißt das eben auf rechtlich Ebene mit wiederverwendeten Materialien bauen zu können. Was heißt es aber auch auf praktischer? Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist eigentlich erstmal so ein rechtliches Konstrukt. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, also zum Beispiel beim Containern von Lebensmitteln. Ab dem Moment, wo ein Produkt als Abfall deklariert ist, ist es eigentlich rechtlich ausgeschlossen, wiederverwendet oder wieder eingesetzt zu werden. Und das haben wir eben auch beim Bauen. Ab dem Moment, wo klar ist, Gebäude XY wird abgerissen, ist das Material als Abfall deklariert und verhindert dann einen Wiedereinsatz an anderer Stelle. Und das ist tatsächlich einfach ein administratives Problem, auch wo man ansetzen kann und muss, wo wir einfach andere Prozesse und sozusagen Handlungsschritte brauchen. Dann gibt es die ganze logistische Ebene von Fragen, die so jetzt auch noch nicht flächendeckend geklärt sind. Wie erfahre ich von dem Material? Wer baut das Material aus? Wie kann das geborgen werden? Entstehen mehr Kosten? Wenn ja, wer trägt sie? Das wäre sozusagen so diese Frage des Materialerntens sozusagen. Und dann aber auch sozusagen die Verankerung von wiederverwendetem Material in Planungs- und Bauprozessen. Also ab welchem Punkt kann ich anfangen, mich auf die Suche nach Materialressourcen zu machen? Wie viel Einfluss hat dann das Material auf die Planung und andersrum? Und wie kann ich so diesen ganz klassischen Planungsprozess nach Leistungsphasen eben auch adaptieren und modifizieren, sodass ich viel früher schon dieses Thema des Materials eben einfach mit berücksichtigen kann? Dafür braucht es andere Methoden und Prozesse. Die müssen einmal aufgesetzt werden, einmal durchexerziert werden, einmal umgesetzt werden, einem Projekt, das hoffen wir eben in diesem Bauvorhaben machen zu können. Und das Forschungsprojekt liefert dafür eben grundlegende Fakten und Erkenntnisse, die wir brauchen, um dann wiederum in der Planung den Genehmigungsprozess zu beschleunigen. Das hört sich nach einem ziemlich dicken Brett an. Wie optimistisch bist du da? Noch bin ich eigentlich sehr optimistisch. Wir haben jetzt gerade die Leistungsphase 2 abgeschlossen und das Bauvorhaben startet in die dritte Leistungsphase. Man muss aber auch sagen, dass so dieser gesamte Projektkontext ein besonderer war. Also wirklich, da gab es von allen Seiten, inklusive der TU Berlin als Bauherrin, eben ganz große Ambitionen, da nicht Halt zu machen vor bürokratischen Hürden, sondern wirklich einmal mit dem gesamten Wissen, der gesamten Expertise, die es hier gibt an der Uni und diesen ganzen Forschungsambitionen zu den großen Zukunftsfragen eben dieses Bauvorhaben zu
bestücken und aufzuladen. Wir haben auch einen ganz anderen Prozess konzipiert und auch durchgeführt in der Ermittlung dieser Planung oder der Grundlagen der Planung. Das kann ich vielleicht auch später noch mal kurz im Detail erläutern. Genau, und da gibt es dann eben Herausforderungen, aber dieses Modell, was wir fahren, dass wir gesagt haben, es gibt eine Planung und Innovationsansprüche und die verursachen dann offene oder Fragen einfach, Punkte, an denen bestimmte Dinge nicht geklärt sind. Also zum Beispiel, woher kommt das Material und wie kann ich diese Zertifizierung und Qualitätsfeststellung ermöglichen im Prozess? Und dann gibt es eben Kooperationen mit verschiedenen Forschungsprojekten. Das gerade erwähnte ist eben nur eins von vielen, die sich genau diesen offenen Fragen aus der Planung annehmen und dazu wissenschaftliche Grundlagenarbeit leisten, parallel im Prozess. Und aktuell ist es super gut. Es ist ein wahnsinnig spannender Prozess, wo es die ganze Zeit so ein Ping-Pong-Spiel zwischen der Planung und der Forschung gibt und das eigentlich sehr, sehr, sehr gut funktioniert und wiederum die Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten dann Impulse in die Planung setzen, Abwägungen getroffen werden, bestimmte Varianten bevorzugt werden und wiederum die Planung immer neue Anforderungen auch formulieren kann, die dann von den Forschungsprojekten aufgegriffen werden und wissenschaftlich untersucht. Also es ist schon wirklich eine Mammutaufgabe, vor allem in der Koordination, also so ein bisschen der Organisation eigentlich genau dieser Schnittstellen zwischen Planung und Forschung, aber sie auch gut aus. Und wir merken das in der Resonanz des Vorhabens, nicht nur auf der Bau, sondern auch an anderen Stellen, dass es da ein wahnsinnig großes Interesse gibt und haben auch mit der Architektenkammer wahnsinnig eng an diesem Prozess zum Beispiel gearbeitet. Auch da gab es eine große Unterstützung und das bestärkt einen eigentlich so ein bisschen, diesen Mehraufwand in der Koordination einfach auch weiter durchzuhalten und durchzuziehen. Das heißt, ihr seid als Forscherinnen, Forscher da nicht im Elfenbeinturm unterwegs, sondern auch konkret mit den Kammern, mit Planern, mit Handwerkern im Gespräch, wie man solche Projekte umsetzt? Ja, genau. Das war eigentlich so ein bisschen der Ursprung. Das Projekt hat schon vor vielen Jahren an der TU das erste Mal eigentlich ja in so einer losen Idee begonnen. Es wäre doch spannend, so einen Ort zu schaffen, der eben genau dieses Elfenbeinturmartige eigentlich überkommt und so eine Schnittstelle zwischen Universität und Gesellschaft schafft, in dem in Form von Ausstellungen und Veranstaltungen aktuelle Forschungsfragen und Themen, Forschungsprojekte, die an der Universität stattfinden, eben aufgearbeitet werden für eine andere Zielgruppe und man dadurch dann eigentlich schafft, den Campus so ein bisschen zu öffnen. Und auch im Sinne der Citizen Science zum Beispiel auch gemeinsam zu forschen mit der Gesellschaft. Das ist auch ein Konzept, was in dem Thema der Reallabore total fest verankert ist, dass man eben nicht sich in der Planung oder in der Forschung isoliert, innovative Ansätze überlegt und die dann in so langwierigen Prozessen in die Anwendung bringt, sondern dieses ganze Verfahren beschleunigt, indem man von Anfang an alle Beteiligte oder Vertreterinnen aller Beteiligte mit am Tisch hat. Und so war dieses Projekt initiiert und dann war klar, wenn das eben ein Haus für ganz viele und für den Austausch sozusagen sein soll, dann muss der Prozess genauso funktionieren und dann können wir nicht einen klassischen Wettbewerb ausrufen, da einfach eine Hütte hinsetzen und dann alle einladen, sondern wir müssen von Beginn an möglichst viele AkteurInnen, Netzwerke und so weiter in diesen Prozess mit einbeziehen und wollen eben diese Planung aus der Uni heraus entwickeln und zwar auch mit Studierenden, mit Forschenden, mit den späteren NutzerInnen, mit den BauherrInnen, aber auch mit den Genehmigungsbehörden und Ämtern, die dann sozusagen auch im weiteren Prozess ganz maßgeblich beteiligt sind. Und so war eigentlich der Start. Wir haben dann mit einem studentischen Projektbüro haben wir die Vorplanung sozusagen entwickelt, haben auch so Leitthemen und Innovationspunkte, also zum Beispiel ein Tragwerk aus Altholz, eine beton- und stahlarme Gründung mit wiederverwendeten Materialien, also nur zwei Beispiele, eben formuliert und erst dann eigentlich, als so dieses Grundkonzept stand, die Vorplanung an beauftragte Planungsbüros übergeben, die jetzt sozusagen diese Vorarbeit aus der TU selber heraus weiterführen. Und kannst du mal ein bisschen konkreter beschreiben, wie ihr da vorgegangen seid jetzt bei der Planung, was die Hürden waren, zum Beispiel bei dieser Tragwerkskonstruktion aus Altholz und wie ihr die bewältigt habt? Grundsätzlich ist es so, dass es ja Regularien gibt, die beschreiben, welche Baustoffe wie eingesetzt werden müssen, beziehungsweise welche Kriterien Baustoffe, zum Beispiel Holz, erfüllen müssen. Da gibt es Zertifizierungssysteme, CE-Zertifizierungen zum Beispiel, die einfach eine standardisierte Aussage über die Qualität des Materials treffen. Das sind Eigenschaften, die dem Ursprungsmaterial natürlich mal zugeschrieben waren, aber wenn ich jetzt einen Balken aus einem Haus ausbaue, dann kann ich nicht sicher davon ausgehen, dass er eben die gleichen Materialeigenschaften hat, wie das Material, als es erstmal
damals eingebaut wurde. Und das ist eigentlich, glaube ich, genau das Problem, weswegen das Bauen mit wiederverwendeten Materialien extrem aufwendig aktuell noch ist, weil es dafür keine standardisierten Prozesse gibt, weil da auch, glaube ich, noch kein groß genuges Interesse hinter war. Meistens geht sowas ja ganz schnell, wenn sich das auch lohnt, sozusagen für Unternehmen oder wenn so Prozesse vielleicht auch aus der Wirtschaft oder Industrie direkt initiiert werden können. Und dafür ist sozusagen dieses Planen oder dieses Bauen mit wiederverwendeten Materialien ist noch einfach zu nischiges Thema gewesen. Und deswegen ist selbst sehr willige Bauherren, Herrinnen, die Lust haben, ein nachhaltiges Gebäude zu konzipieren und nicht nur neue Ressourcen einzusetzen, stehen halt vor großen Herausforderungen, die Vorhaben aufwendig, langsam und extrem teuer machen. Und vor den Herausforderungen standen wir oder stehen wir auch, über öffentliche Gelder sozusagen dieses Bauvorhaben realisieren müssen, in einem ganz klar begrenzten Zeithorizont. Das heißt, dieses Bauen mit wiederverwendeten Materialien darf nicht teurer sein und darf auch nicht deutlich länger dauern, weil wir sonst sozusagen die Rahmenbedingungen des Projekts einfach nicht erfüllen können. Und dafür braucht es Methoden. Und diese Methoden entwickeln wir gerade mit dem Bauvorhaben oder im Rahmen dieses Bauvorhabens in Kooperation mit Bezirken, mit den Senatsverwaltungen, um diese Wertschöpfungskette Altholz einmal exemplarisch durchzuexerzieren sozusagen und klar zu formulieren, was es da für Stellschrauben gibt und was wir da für Ansätze brauchen. Könnt ihr denn im Moment die notwendigen Materialeigenschaften des alten Holzes schon bestimmen oder seid ihr da noch in der Forschung? Also das Forschungsprojekt läuft noch. Wir schließen jetzt gerade die erste Phase ab und sind aber auch gerade in der Antragstellung für eine zweite Phase, weil sich aus der Arbeit mit dem Altholz noch weiterführende Fragen ergeben haben. Was wir aber machen können eigentlich, was so ein bisschen Ergebnis der Forschungsarbeit war, ist, dass wir Ansätze oder eine Strategie formuliert haben, wie man erstmal diese Abfalleigenschaft vermeidet, was ja sozusagen der allererste Schritt ist, um überhaupt das Material einsetzen zu können. Und dann haben wir bewusst verschiedene Materialquellen gesucht und verschiedenes Material untersucht, stichprobenartig, was auch sehr unterschiedliche Qualität hatte. Das ist einmal Holz zum Beispiel aus einem alten Schafstall, wo alle ExpertInnen, die uns unterwegs begegnet sind und das Holz gesehen haben, irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil da wirklich alles drin ist. Also es war super lange schlecht gelagert. Da ist Holzbockbefall, also Schädlingsbefall in den äußeren Schichten. Und es war komplett voll mit alten Nägeln und Metall. Also wenn man das sich so angeguckt hat, hat man wirklich gedacht, da kann man eigentlich nichts mehr machen, außer das zu verbrennen. Wir hatten aber auch bessere Querschnitte und Hölzer aus einem Dachstuhl in Berlin oder einem Abbruchprojekt im Vereinshaus im Süden Berlins. Also das war irgendwie ganz spannend, da zu sehen, was für Material fällt überhaupt an. Und der erste Schritt war dann immer, dass wir die optische Sortierung nach der DIN-Norm gemacht haben, wie es aktuell auch möglich ist. Also man kann die Qualität von Altholz anhand von Sortierungsklassen DIN-gemäß ja feststellen. Das ist eine optische Sortierung nach Eigenschaften. Gibt es irgendwie Mängel? Gibt es Fehler? Gibt es Risse? Gibt es sichtbare Einflüsse sozusagen auf das Holz? Da ist alles Holz, was wir geborgen haben, in der ersten Runde durchgefallen sozusagen. Also ohne jegliche Weiterbearbeitung lässt sich das Material so sozusagen nicht einsetzen. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir in verschiedenen Bearbeitungsschritten sozusagen Stück für Stück Millimeter eigentlich des Holzes abgetragen haben, bis dann zum Beispiel die oberen Schichten mit dem Schädlingsbefall einfach abgetragen waren und haben dann all diese Untersuchungen wiederholt. Und da hat das Material dann wirklich deutlich besser abgeschnitten, als man jemals gedacht hätte. Und genau, das war vielleicht irgendwie sozusagen das, was jetzt irgendwie auch klassischerweise passiert. Und wir haben dann aber auch in Kooperation mit anderen Hochschulen und Forschenden so alternative Messverfahren eben auch vorgenommen. Da gibt es dann irgendwie Ultraschall- oder Schallmessungen durch das Werkstück durch, wo man eben auch das E-Modul oder sozusagen die Qualität des Bauteils eigentlich auf andere Art und Weise feststellen kann, um unsere Argumentation, dass das Material eben auch für den Bau und den Wiedereinbau geeignet ist, noch zusätzlich zu stützen, einfach durch mehr Messverfahren und durch alternative Messverfahren. Und zum Ende der ersten Phase und dann auch in der zweiten Phase wollen wir daraus eben ein Verfahren ableiten, was dann auch in anderen Projekten und an anderen Stellen einsetzbar und verwertbar wäre. Ein Problem bei Holz sind ja oft die Anstriche. Hat sich das bei euch im Projekt auch als zentrales Thema herausgestellt? Du hast jetzt eher das Thema Schädlingsbefall angesprochen. Genau, ich muss sagen, dass wir haben eigentlich ausschließlich Holz verwendet, was unbehandelt war. Also keine Anstriche. Das eine Holz war mit so einer Kalkschlemme von außen behandelt. Die könnte man aber einfach abkärchern tatsächlich. Wir haben bewusst kein Holz jetzt in unsere Untersuchung einbezogen, was irgendwie behandelt ist. Und auch alle bei allen Hölzern lagen Schadstoffgutachten vor, die unbedenklich waren, um auch die Weiterverarbeitung eben für unsere MitarbeiterInnen und für uns auch unbedenklich zu gestalten.
Ein weiteres Thema, was du angesprochen hast, ist ja die Gründung. Das heißt, ihr stellt das Haus, wenn ich das richtig gesehen habe, auf Stelzen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, die fliegende Gründung oder diese Gründung ist auch ein Gestaltungs- und Entwurfsansatz, der noch von studentischen Projektbüros schon definiert wurde. Wir haben uns eben im Rahmen dieser Vorentwurfsplanung viel um den Ressourceneinsatz und Fußabdruck des Gebäudes Gedanken gemacht und das aber dann eben auch im praktischen Sinne in der Planung umsetzen wollen. Es war also eigentlich von Anfang an klar, dass eine Unterkellerung oder sozusagen eine Betonwanne überhaupt nicht in Frage kommt für dieses Vorhaben an dem Ort. Und übergeordnetes Ziel der Planung auch im Gründungsbereich war eben möglichst einen geringen Eingriff in den Baugrund und in den Standort vorzunehmen. Und dieses Konzept der fliegenden Gründung sind eigentlich Punktfundamente aus Recyclingbaustoffen, Rütteldrucksäulen, die sozusagen das ganze Gebäude aufständern. Dadurch ist es unterlüftet und dadurch können wir sogar auch die Bodenplatte, also der Boden unterm Erdgeschoss, kann auch aus Holz realisiert werden, weil wir eben keine erdberührende Bodenplatte ausbilden. Insofern können wir den Betoneinsatz im Bauvorhaben wirklich dramatisch reduzieren und können in diesen Punktfundamenten, die wir als Rütteldrucksäulen ausbilden würden, können wir gebrochenen mineralischen Bauschutt, also für einen Abbruchbaustein, wie er anfällt, ganz klassischerweise Recyclingbeton, können wir sozusagen einbringen, ohne dass er mit Zement oder Beton vergossen werden müsste. Insofern wäre auch der Teil des Tragwerks komplett reversibel nach Ablauf der Lebensdauer des Gebäudes oder eben nach Rückbau auch wieder sortenrein trennbar, was so ein übergeordneter Entwurfsansatz. Ihr nennt in eurem Video, in dem ihr das Projekt vorstellt, auch das Dach als fünfte Fassade und Forschungsfläche. Kannst du vielleicht beschreiben, was genau ihr da vorhabt? Super gerne. Also das Dach ist ja so ein bisschen so ein umkämpfter Raum, würde ich sagen. Vor allem, wenn man jetzt über überhitzte urbane Zentren spricht, dann gibt es immer so einen kleinen Interessenskonflikt zwischen irgendwie einer großflächigen Begrünung, bestenfalls intensiven Begrünung und aber eben auch die Nutzung der Dachfläche zur Energieproduktion, also ganz konkret zum Beispiel für PV. Und dieser eigentlich ja sinnvolle Interessenskonflikt war eben auch großes Thema in der Vorplanung oder in der Erarbeitung dieses Gebäudekonzepts. Und wir würden gerne eben auf das Dach auch einen großen Fokus legen in der Planung, aber vor allem auch in so dieser inhaltlichen Aufgabe, die das Gebäude hat. Forschungsfläche meinen wir deswegen, weil es die Möglichkeit gibt, in der Nutzung der Dachfläche mit einem Forschungsprojekt des BBSR zu kooperieren, das heißt Climate Hood, wo es um die Konzeption und Umsetzung blau-grüner Infrastrukturen auf dem Campus geht. Und unter diesem Gesichtspunkt oder unter diesem Aspekt wollten wir eben das Dach als eine Fläche aktivieren, in der verschiedene Infrastrukturen, Prototypen eben auch mal für längere Zeit aufgestellt und untersucht werden können, gemonitort werden und man so eben im Betrieb des Hauses Erkenntnisse generieren kann über ja, Möglichkeiten der Nutzung von Regenwasser, Regenwassermanagement und eben blaugrüne Infrastrukturen, wie ich das schon angesprochen hatte. Und da sehen wir eben großes Potenzial. Und um das umsetzen zu können, gibt es Teilflächen eigentlich auf dem Dach, die sowohl PV-Anlagen und sozusagen die Stromproduktion ermöglichen, aber gleichzeitig eben auch über intensive Begrünung zur Gebäudekühlung beitragen und eben auch Flächen zur Verfügung stellen, an denen dann eben diese Prototypen und Infrastrukturen testweise aufgestellt und untersucht und wissenschaftlich begleitet werden können. Gründächer mit PV gibt es schon. Was sind denn die neuen Ansätze bei euch? Also neu an dem Vorhaben wäre eher wirklich so diese Kombination der PV- und Grünnutzung mit eben diesen kleinen Forschungssatelliten. Also dass man da eher wirklich wie so kleine Testfelder, Teststationen auf dem Dach hat und die sich aber auch ändern können. Also wir würden das sozusagen eher als so einen laufenden Prozess sehen, weniger jetzt die Kombination von einem intensiv begrünten Dach und einer PV-Anlage, sondern diese Testflächen eigentlich, die wir ausweisen und über dieses Forschungsprojekt mit dem BBSR bespielen und unterschiedlich programmieren können. Das ist, glaube ich, das Innovative dann an dem Thema des Dachs. Das heißt, das Innovative ist, dass man mit Dingen, die jetzt noch nicht so in der Breite sind, mit anderen Pflanzen experimentiert, mit aufgeständerter PV. Genau. Aber auch zum Beispiel Aquaponik oder sozusagen irgendwie auch Lösungen der Nutzbarmachung von irgendwie Wasser, was anfällt in so städtischen Kreisläufen und so weiter. Also da würden wir, glaube ich, ungern Grenzen setzen und eher dieses Dach auch als Einladung an die Universität formulieren, da Projekte zu initiieren, aber auch irgendwie Projekte, die in der Forschung untersucht werden, praktisch erproben zu können. Das fußt auch ein bisschen auf dieser Konzeption des Gesamtvorhabens als Reallabor für das Planen und Bauen, wo wir ja eigentlich drunter
verstehen, dass wir Experimentierräume brauchen und Experimentierräume und Felder auch im stark regulierten Bausektor öffnen müssen, um innovative Ansätze eben nicht nur zu denken, sondern auch verstärkt und vor allem beschleunigt in die Anwendung zu bringen. Wenn ich mir beim Bausektor angucke, wie da der normale Prozess ist, von der Produktentwicklung über Tests, Untersuchungen, Genehmigungen, bis ich das dann in der breiten Anwendung wirklich als Produkt am Markt etablieren kann, dann ist das ein Prozess, der viele Jahre in Anspruch nimmt und einfach viel zu langsam und viel zu träge ist, als dass wir damit die Klimaziele in der noch verbleibenden Zeit erreichen könnten. Und da bilden Reallabore als Experimentierfelder, als wissenschaftlich begleitete und dadurch eben auch legitimierte Experimentierfelder eine wahnsinnig wichtige Methode oder ein wichtiges Konzept, was irgendwie auch im Planen und Bauen viel stärker etabliert und ausgebaut werden muss. Du sprichst jetzt einerseits von Partizipation, von der Beteiligung unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure, andererseits aber von einer Beschleunigung der Prozesse. Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Wie sind da eure Erfahrungen? Jein. Also es ist so, dass wir vor Herausforderungen stehen, die so groß und komplex sind, dass die nicht im Kleinen oder in nur einer Gruppe abschließend geklärt und gelöst werden können. Das heißt einfach so, die schiere Natur der Herausforderungen, vor denen das Planen und Bauen steht zum Beispiel, die machen notwendig, dass da mehr Leute mit am Tisch sitzen. Und ich glaube, aus so zu diesem Grund heraus müssen alle mit am Tisch sitzen. Und ich weiß auch, dass es eine totale Skeptik gegenüber partizipativen Prozessen geht, was so Zeitmanagement und Zeitpläne angeht. Aber diese Mehrrunden, die man dann gemeinsam dreht, die Momente, diese Diskussionen und Planungsprozesse vielleicht länger dauern, holt man am Ende wieder rein, weil man am Ende gemeinsam eine Vision oder ein Projekt eigentlich formuliert, was von vielen getragen wird, wo alle Expertise einfließt, wo ich schon im Entstehen sozusagen Herausforderungen hören und definieren kann und auf die reagieren. Insofern, und da greift dann auch das Konzept des Reallabors wieder, geht es eigentlich darum, wie so die Zukunft schon in der Planung zu simulieren, alle beteiligten AkteurInnen einzubinden und dadurch eben schon ganz frühzeitig eben alles berücksichtigen zu können, um nicht im Nachhinein dann noch die Schleife über die Wirtschaft, über die Genehmigung, über die Praxis und dann am Ende die NutzerInnen drehen zu können. Und insofern, und so war das eben auch bei uns, hat es die Prozesse eher beschleunigt, weil wir viel schneller feststellen konnten, was sind eigentlich die tatsächlichen Bedarfe und wofür müssen wir planen und was können wir eben auch vernachlässigen oder eben anders denken. Und da ist glaube ich, so ein bisschen dieser Kern von Reallaboren. Und in dem Sinne ist es kein Widerspruch in diesem Konzept oder in dieser Art von Projekt, sondern eher eine Chance. Ja, das hört sich ja wieder sehr optimistisch an. Danke dir für diesen spannenden Input. Ihr habt gehört, eine Episode des Podcasts Gebäudewende. Ich habe mit Sina Jansen gesprochen vom Natural Building Lab in Berlin. Es hat euch gefallen, das finde ich gut. Dann abonniert uns gerne, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Liebe Sina, danke dir für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.